Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones. Gestern hatte ich, wie angekündigt, mit der Community die Kopfgelder gefarmt, wo man dieses, meiner Meinung nach, schöne Skinset bekommen kann. Mir fehlen eigentlich, glaube ich, nur noch die Halskette. Also einmal Kopf, einmal Jacke, einmal Gürtel, Hose, Schuhe und Handschuhe gibt es. Und die gibt es alle aus der... Truhe vom Kopfgeld vom Zamaharibo, das hatte ich euch gestern schon alles erklärt im Video. Äh, worum es heute geht, ist ein bisschen FOMO, weil. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber so dieses FOMO, wenn ich weiß, was FOMO ist, 4 of Missing Out bedeutet, dass man eine künstliche Angst generiert, etwas zu verpassen und deswegen etwas ganz knapp hält. Und dazu gehört ganz, ganz doll dieser Skin, weil den Skin könnt ihr nur in den drei Wochen bekommen. Wo Zamaharibo da ist. Außer man bekommt irgendwann später wieder das Kopfgeld für Zamaharibo. Aber jetzt in dem ersten Schritt sieht es so aus, als würde dieser Skin hier nur verfügbar sein in den ersten drei Wochen von Zamaharibo. Der geht ja vom 5. März bis zum 26., 25. März ungefähr. Dann kommt ja ähm, Rob Mangoden, das neue Geisterschiff. Und diesen Skin hier kann man nur in dieser Zeit. Farmen. Das Schlimme ist, diese Truhe von Zamaribo mit dem Kopfgeld resettet nicht nachts um 4 und auch nicht alle paar Stunden, sondern wirklich nur alle 24 Stunden. Was ist denn hier los? <laughs> ja, äh, nur alle 24 Stunden. Das bedeutet, wenn ihr also an einem Tag um 3 Uhr mittags nach der Arbeit oder nach der Schule das Zamaribo besiegt, dann könnt ihr erst auch am nächsten Tag um 3 Uhr diese Mission wieder annehmen. Das im Hinterkopf bedeutet, dass bestimmt der ein oder andere von euch mal einen Tag kein Zamaribo dabei haben wird und am Ende vielleicht nur 17 oder 18 Mal überhaupt das Zamaribo ähm, besiegen könnt. Und ich kann euch jetzt mal einfach aus meiner Erfahrung sagen, ich habe gestern äh, 19 Truhen aufgemacht und davor den Tag 14 Truhen. Ähm, hatte natürlich das Glück, dass ich immer durch das Sharing von dem Kopfgeld mehrere Truhen zur Verfügung hatte. Da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, was für euch ganz hilfreich ist. Aber es waren auf jeden Fall mal über 30 Truhen, die ich gebraucht habe, um das komplette Set zu bekommen. Deswegen wird das echt knackig für euch, das, den Skin zu bekommen. Und deswegen auch hier mein Top-Tipp, wie ihr diesen Skin äh, bekommen könnt. Und zwar müsst ihr die Mission, wie der, ihr das vielleicht vom Kuaribo kennt, sharen. Bedeutet, ihr macht eine Gruppe mit drei Leuten und nur einer aus der Gruppe nimmt die Mission am Kopfgeldbrett an. Dieserjenige muss dann auch der Leader der Multiplayer Party sein. Und wenn ihr dann das Samaribo besiegt und derjenige gibt in La Nitra dieses Kopfgeld ab, dann kriegen alle drei eine Kiste und dann könnt ihr einfach den nächsten bestimmen als Leader. Der macht das dann auch wieder und dann der nächste als Leader macht das auch wieder. So könnt ihr eure Ausbeute am Tag von einer Kiste. Auf drei Kisten erhöhen. Das geht auch ganz toll raus an meine Community. Alle, die schon auf Discord sind oder nicht auf Discord sind, dann kommt da drauf. Und sprecht euch dort ab, wenn ihr diesen Skin haben wollt, dann macht keine One-Man-Show. Seid euch da nicht zu schade, um Discord zu kommen. Oder auch gerne in den Twitch-Stream, um dort vielleicht mit einer Dreiergruppe mal eben zusammen ribo drama zu besiegen. Zu Dritt ist das auch wirklich kein. Thema das zu machen. Ansonsten alle, die das alleine machen, wünsche ich ganz viel Glück, dass sie hier den Skin auf jeden Fall ergattern könnt. Gerade die Jacke finde ich zum Beispiel ganz cool, aber Geschmäcker sind verschieden. Ich habe auch schon von ein paar gehört, die den Skin nicht ganz so cool finden. Außerdem eine Sache, die, glaube ich, hier ganz gut ins Video passt, ist das Kochen von Essen. Da habe ich bisher noch nie drüber gesprochen, weil es für mich eigentlich nie so einen krassen Impact hatte. Aber es gibt ein Essen, was neu jetzt dazugekommen ist. Ich meine, was heißt neu, aber jetzt kann man das richtig gut farmen. Gerade jetzt mit dem äh, Zamaribo werdet ihr es ganz oft farmen können. Und das ist das hier das. Mchuziwa Kuaribu. Und zwar braucht ihr halt dafür dieses Tylosaurusfleisch. Und dieses thylosaurus bekommt ihr ganz viel vom Zamaribo. Wenn ihr also die nächsten Tagen und Wochen da ganz viel... Fleisch rausbekommt, könntet ihr euch auch hiervon ein paar Essen machen. Und warum ist das Essen also so gut? Weil das Essen eigentlich perfekt ist für die Ouroboros. Wenn ihr also ein Spielertyp seid, der gerne die Ouroboros spielt, dann ist das hier auf jeden Fall das beste Essen, was ihr für die Ouroboros zu euch nehmen könnt, um es perfekt zu boosten. Äh, wer, sich da, wer nichts mit dem Essen am Hut hat, der kann natürlich auch einfach das thylosaurus Fleisch braten und hat dann 60% Bonus. Also das ist auf jeden Fall auch ganz gut beim Summer Arebo und darf man auf jeden Fall äh, nicht vergessen, dass das Fleisch dort richtig, richtig stark ist. Und als letztes wurde ich ganz oft gefragt in den letzten Tagen, wo man die fehlenden Z-Teile vom, äh, vom La Pest-Schiff oder von La Pest-Z bekommt am Packers Verwesung. Bislang gibt es ja nur die Segel und auch die Rumpffarbe und die letzten drei Sachen sind noch nicht verfügbar im Spiel. Ähm, da gibt es auch keinen Trick oder so, wie ihr die jetzt schon bekommen könnt. Die werden erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Story von Season 1 freigeschaltet. Äh, wenn ihr mich fragt, entweder ein Setteil mit Freischaltung der nächsten Mission im Körperbrief. Da ist ja eine Mission noch offen, die es noch nicht im Spiel gibt. Die Pest, Pest irgendwas, ähm, von der Pest gejagt. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir das nächste Woche Dienstag bekommen oder halt die Woche drauf, weil dieses Board, das hält ja auch nur 30 Tage und da haben wir jetzt schon 8 Tage von weg. Also entweder jetzt Dienstag oder die Woche drauf, dann gibt es wahrscheinlich da wieder ein set teil Ansonsten wird La Pest ja auch seinen Standort wechseln. Aktuell ist sein Standort ja hier zwischen Roter Insel und Afrika. Ihr kennt das unter... Mutter des Fracks oder unter Il Michel. Und der wird im Laufe der äh, Season der seinen Standort wechseln. Der wird hier einmal im offenen Meer sein. Der wird, ich meine, sogar einmal hier sein. Nagel ich mich nicht, nicht drauf fest. Ich weiß nur, der wird auf jeden Fall den Standort wechseln. Das heißt, später ist er dann nicht mehr hier, sondern irgendwo anders. Und ich gehe dann stark davon aus, dass er dann ähm, sein Set-Teil weiterhin droppen kann, wenn ihr die beiden hier noch nicht habt. Dann würde ich die mir nämlich auf jeden Fall besorgen, damit wir dieses FOMO. Ich könnte mir vorstellen, muss aber auch nicht stimmen, dass die Set-Teile dann, wenn er seinen Standort wechselt, nicht mehr verfügbar ist. Oder vielleicht werden die drei auch einfach nur zum Loot Pool hinzugefügt. Ja, wie genau das abläuft, das wissen wir jetzt noch nicht. Vielleicht wird auch einfach die Kiste, die er droppt, dann diese drei Stück hinzugefügt. Vielleicht kommt ihr auch mit durch eine andere Mission oder man kann die kaufen, ihr wisst noch nicht. Auf jeden Fall für euch als Info: Die gibt es noch nicht im Spiel, die könnt ihr auch jetzt noch nicht bekommen. Die werden zu einem späteren Zeitpunkt freigeschaltet. Wenn ihr mögt, werde ich da noch mal ein Video in den nächsten Wochen machen, wenn die da freigeschaltet werden, da jetzt ich es dann einmal für euch erwähne, dass ihr Bescheid wisst, okay, da gibt es diese Setteile dass ihr das nicht verpasst. Heute Nacht war ein Entwicklertalk, Den habe ich mir bisher noch nicht angeguckt. Da wird, wenn es was Interessantes gab, morgen ein Video zu geben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne Follow da lassen. Würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten natürlich wie immer über ein Like auf dem Video. Und vergesst natürlich nicht, dem Discord zu joinen, wenn ihr Multiplayer euch absprechen wollt. Und natürlich auf Twitch vorbeizuschauen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.